die Reiterin geschickt genug, nicht zu stören. Das ist mit ein wesentlicher Teil so einer Prüfung. Sie kommt ins Wasser, gut gemacht, ist flüssig durchgaloppiert, auch wenn er jetzt ein bisschen Spaß macht. Anfängt zu buckeln, vom Sitz her aber keinerlei Problem. Sie kommt jetzt zum Bergaufsprung. Bergaufsprung haben wir diesen Hügel genannt, weil sie ja für den Norddeutschen da sind. Das ist das Mittelgebirge. Jetzt geht sie Berg hinab. Eva in der Zwischenzeit erfolgreich über Hindernis Nummer 7. Jetzt die Horst-Kombination, auch hier in-out. Auch das kann sich nur eine Reiterin mit viel Herz mit einem Pferd mit großer Galoppade leisten. So, jetzt kommt die Futterraufe, die Wellenbahn und der Tiefsprung. Und der Start ist dann sofort frei nach der Zeitansage fürs Tinkray. Für den Reitfahrverein. 0,5 Abzug. Das ist ja das Schlimmste, was einem Reiter passiert, wenn er sich schon zu Hause tut. Schade, der Start ist frei.